Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich wirklich, hier zu sein an diesem Abend. Also das erste Mal, dass ich in Röhrn-Ems bin. Und mein Dank gilt besonders an Arno Löwy, der mir ermöglicht hat, diese Ehre zu haben, heute Abend die Festrede vorzuhalten. Wie Herr Schadenbauer gesagt hat, meine Rede hat den Titel Babylon überall. Dass ich hier in Hohenems vor Ihnen stehe, ist in jeder vielerlei Hinsicht paradox. Ich, X-Land und die Kriegsgegner aus einem von den Kriegen zerstörten Land. Ich, ein Exiliant, der auch in Deutschland schon in Abschiebehaft gesessen hat, nachdem mein Asylantrag dreimal abgewiesen worden war. Ich, dieser Exiliant, der in seiner Vertreibung auch die Komödie sah, nicht weil ich damals mein in Bagdad begonnenes Studium der deutschen Literatur in Hamburg fortsetzen konnte, sondern eher, weil ich wusste, dass mein Land und genauso das mit ihm im Krieg lag, nämlich der Iran, alle beide mit deutschen Waffen kämpfte. Der Irak importierte aus Westdeutschland die Vorräte an Gas, die vom Ersten Weltkrieg übrig geblieben waren. Der Iran importierte aus Ostdeutschland Gasmasken. Klar, ohne Waffen keine Kriege, keine Töten, keine Zerstörung, auch kein Hunger, keine Vertreibung oder Belagerung. Es ist wirklich paradox, dass dieser Exiliant seinen Fuß schließlich wohin setzt? Auf dem Boden einer Stadt, die nicht nur Grenzstadt ist und ihn an die Stadt seiner Jugend im Südirak an Amara erinnert, sondern wo man zudem im 18. Jahrhundert in der Bibliothek eine der drei wichtigsten Handschriften des Nibelungslieds fand. Eine Handschrift, in der die Auslösung eines Reiches, in der die Kriege, Morde, Zerstörungen und Vertreibungen jener Zeit dokumentiert sind. Meine Damen und Herren, als ich vor ungefähr 36 Jahren ins Exil ging, hatte ich $300 dabei und außerdem drei Bücher. Die Früchte der Erde von André Gide, von Großen Aufstand von Henry Miller und 100 Jahre Einsamkeit von Garcia Marquez. Das war meine ganze Beute aus einem Land, das so reich gewesen war an allem und in der Vernichtung endete. Mir war damals nicht bewusst, dass es sich gerade bei dieser Beute, so armselig sie erscheinen mochte, doch um einen Schatz handelte, den kein reicher Fang weder Gut noch Geld ersetzen konnte. Drei Bücher von Autoren unterschiedlicher Nationalität, geschrieben in drei verschiedenen Sprachen, Französisch, Amerikanisch und Spanisch, vereint in der arabischen Sprache, in die man sie übersetzt hatte. Drei Autoren, von denen der erste, André Gide, ein Flüchtling im eigenen Land war, seinem Umfeld entfremdet, musste er lebenslang gegen Anschuldigungen und Verunglimpfungen kämpfen. Der zweite, Henry Müller, suchte das Exil aus freien Stücken. Er ging in den 30er Jahren nach Paris und wurde dort zu einem Angehörigen der Lost Generation, der verlorenen Generation, die außer ihm noch Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Roman Capote, John Barnes. All die amerikanischen Schriftsteller, die sich für ein Leben in Paris entschieden, der Mekka der Kultur und der Künste. Der dritte allerdings, Gabriel Garcia Marquez, der Kolumbianer, der weltweit zu literarischen Legenden werden sollte, musste ins Exil fliehen. Damals trampelten Soldatenstiefel die Menschen in Lateinamerika nieder. Und Marquez war nicht der einzige Lateinamerikaner, der ins Exil ging. Eine große Zahl seiner Kollegen tat es ihm gleich.
Einige davon ungefähr in seinem Alter, wie Mario Vargas Llosa oder Julio Cortázar. Andere hatten schon vor ihm in Paris gelebt, zum Beispiel Miguel Ángel Asturias, Cesar Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz. Später sollte man sie die Baum-Generation nennen. Doch alle, egal in welches Land sie flüchteten, schrieben weiter in ihrer Muttersprache. Die meisten großen Werke sollen die Exilliteraten in ihrer Muttersprache geschrieben haben. Wie paradox. Doch ich konnte hier eine lange Liste aufstellen. Dantes Göttliche Komödie, sämtliche Dramen Georg Büchner, Der Ulysses von Jimmy Joyce, 100 Jahre Einsamkeit von Marquez, Transit von Anna Segers, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich wollte auch nicht die Kunstgemälde nennen, wie Guernica, wie Kandinsky, wie Chagall, das sind alle im Exil entstanden, deren Werke. Civis Romanus Sum, ich bin ein römischer Bürger, zitierte der Argentinier, doch auch Weltbürger Jorge Luis Borges in einem seiner Dialoge. Mit diesem Satz hatte man sich überall im römischen Imperium auf sein römisches Bürgerrecht berufen, das einem gesetzliche Privilegien garantierte. Borges schließt direkt seinen Kommentar an. Das sind wir natürlich alle. Wir sind nur im Exil geboren, ziemlich weit abseits. Ich dagegen sage, ich bin ein Bürger Babels, schließlich sind wir alle im Exil geboren. Manche von uns weit fort von Babel, andere ganz in der Nähe. Babel nur zu erwähnen um seinen Turm, den ich bis in den Himmel ragen lassen will, heißt, von einer unabwendbaren Verbannung zu sprechen. Wer den Blick ins All richtet, entfremdet sich seiner Umgebung. In der Verbannung, fern von Rom geboren zu sein, wie Borges sagt, oder fern von Babel, wie es uns die mesopotamischen Geschichten und Mythen erzählen, ist jedoch in Wahrheit ein großer Vorzug, ein Segen, wenn ich es so nennen darf. Im Gegensatz zu all dem, was wir verlieren, wenn wir uns ständig am selben Ort aufhalten, genau das sagt uns die Erzählung vom Turm von Babel. Die Geschichte in Kapitel 11, Vers 1 bis 9 der Genesis, geht bereits auf ältere Überlieferungen der Völker in all ihren Konfessionen, Religionen und Glaubensrichtungen zurück. Ihr zufolge begannen Noah-Nachkommen, als die Sintflut vorbei war und sie die Arche verlassen hatten, und der Ebene von Shinar mit dem Bau des Turms zu Babel. Der Grund dafür war ihr Wunsch, an einem einzigen Ort auf Erden vereint zu sein und nicht in die weite Welt zerstreut zu werden. Sie wollten die ganze Welt zu einem einzigen Reich machen, mit diesem Ort namens Babel im Lande Shinar als Hauptstadt. Stolz und hochmutig, wie die Erbauer waren, kamen sie auf die Idee, den Turm bis in den Himmel hinaufzuziehen, um sich von einem Namen zu machen und Ruhm zu erwerben. Der ewige Gott allerdings hatte nicht die Absicht, nach der Sintflut die Menschen zu vereinen. Sie sollten sich zerstreuen, um die Erde zu besiedeln und nicht dableiben und vor lauter Hochmut ihren Herrn herausfordern. Sie mussten also mit dem Turmbau aufhören. Gott verwirrte ihre Sprache und zerstreute sie nach Osten und Westen. Sie verteilten sich über die Erde und besiedelten sie. Durch differierende Klima- und Bodenbedingungen sowie unterschiedliche Lebensweisen kam es zur Herausbildung verschiedener Menschengattungen und einer Vielfalt an Sprachen. In diesem Sinne steht der Turm zu Babel für die erste Illusion der Menschheit, nämlich ein einziges Reich für alle gründen zu können. Doch leider existiert diese Illusion bis heute, wenn auch unsere Zeit, wo man fälschlicherweise vom globalen Dorf spricht, diejenige historische Epoche ist,
in der man sich am meisten gegen die Entwicklung von Illusionen solcher Art wehrt. Es ist, als arbeite die Menschheit ständig daran zu vergessen und wolle sich am Babel weder erinnern, noch ihre Lehren daraus ziehen. Immer noch machte sie sich unaufhörlich neue Illusionen einem nationalen Wesen und anderer mehr, die als Ideale angepriesen werden. Dabei gehen manche Leute, und zwar überall auf der Welt, so weit, dass sie glauben, es sei ein besonderer Vorzug, an diesem oder jenem Ort geboren zu sein. All diese Illusionen und Ansprüche jedoch können nur Spaltung und Kriege nach sich ziehen, nur Feindschaft und Niedertracht. Weil sie einen so schön träumen lassen, müssen die Werte, die sie setzen, absolute Gültigkeit haben, dürfen nicht diskutierbar sein und Menschen sterben für sie. Das heißt, die Menschen tun immer wieder das Gleiche, ohne je zu lernen, dass sie sich damit selbst ins Verderben stürzen, weil sie gegen die Natur handeln. Die Natur lebt von der Vielfalt. Nur der Mensch lehnt die Vielfalt ab. Er will sich der Natur aufzwingen. Doch warum schafft sich der Mensch seine Illusion? Hat er etwa aus seinem Sicherheitsbedürfnis heraus Angst vor dem Exil? Das für ihn nur ein Vagabunder sein bedeutet, nicht Bewegung und Suche, stets Tätigkeit und Schaffen. Der Himmel über uns ist eine blaue Kuppel des Gedächtnisses, hinter uns eine Salzsäule, die von der Flamme verschlungen wird. Sodom, unser liebes Vaterhaus, brennt, sagt sich der Emigrant immer wieder, wenn er allein in der Wüste steht. Dann macht er sich auf. So ist es jedes Mal, wenn er vertrieben wird. Egal, was ihn dazu drängt, er wird neue Länder finden, die sein Licht auf sein Kommen warten. Je mehr wir Fremder werden, desto mehr beheimatet werden wir. Das ist die Maxime, die ich den Menschen ans Herz legen möchte. Schon vor der Sintflut, wann immer wir in vielen Zungen, in verschiedenen Sprachen sprechen. Der Exilant weiß das. Doch weiß er es nur, solange er nicht irgendwo Wurzeln schlägt. Im Laufe der Zeiten gab es einen ständigen Wechsel der Rollen. Kaum nimmt ein Migrant eine neue Sprache in Besitz, kaum bestellt er mit seinen Händen neuen Boden, kaum beginnt er, dessen Früchte zu ernten und Wurzeln zu schlagen, schon vergisst er, dass er einmal ein Vertriebener war und folgt der Verlockung, da zu bleiben. Wenn es eine Erdsünde gibt, dann besteht sie darin, dass der Erstes aufgespürt werden, sein Zerstreutsein über die Erde ein Segen war und kein Fluch. Sorry. Also, wenn es eine Erdsünde gibt, dann besteht sie darin, dass der Mensch vergisst, einmal vertrieben worden zu sein. Als wolle er nicht glauben, dass sein Erstes aufgestört werden, sein Zerstreutsein über die Erde ein Segen war und kein Fluch. Auch wenn ein paar Nationalisten es immer wieder so darstellen, es zum Dogma erklären, ihre rassistische Ideologie daraus ableiten und all die Ideale, um deren Willen man sich gestern bekriegt hat, in deren Namen man sich noch heute bekriegt und morgen bekriegen wird. So als kämen die Menschen nicht los von ihren Idealen, von ihrem ursprünglichen Vorhaben, ein einziges Reich mit einer einzigen Sprache zu errichten. Als hätten sie nicht erkannt, dass alles, was sie erreicht haben, Fortschritt, Kultur und Frieden, aus dieser Vielfalt resultiert. Und dass jede neue Sprache, jede Kultur, die hinzukommt, der Menschheit frisches Blut in den Adern pumpt. Sie sagen uns nicht, sagen uns dies nicht die Grenzstädte? Sagen Sie uns nicht, dass Ihr Reichtum und Ihr Leben im Frieden, zumindest bevor solcher Hass und der Wahn von einzigen Vaterland, von der rein Rassistkeit, bevor der Kriegsbrand Sie erreicht, dass alles, was schön an Ihnen ist, auf Ihrer Vielfalt beruht,
Ja, gerade Grenzstädte sagen uns dies, denn sie sind eine Brücke zwischen zwei Welten. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit in Amara, eine Stadt im Südosten des Iraks. Ich habe noch alles im Gedächtnis, was meine Augen dort gesehen haben. Und dazu die Geschichten, die meine Großeltern erzählten. Amara liegt zwar im Südirak, aber man kann es in alten Städten wiederfinden, die auf eine Vielfalt von Bekenntnissen, Konfessionen, Religionen und Rassen begründen. Sunniten und Schiiten, Araber, Kurden und Turkmenen, Muslimen, Christen, Juden, Mandaer und Jesidien. All diese Struktur zerstört wurde, als man begann, die Vielfalt aufzulösen. Angefangen mit der Vertreibung der Juden im Jahre 1951. Bis die ganze Stadt über ihre Bevölkerung zusammenbrach, sagt mein Großvater, seit die Juden nicht mehr da sind, hat die Stadt sich selbst zur Zerstörung verurteilt. Und er hatte recht, die Kriege im Irak, die danach folgten und noch immer nicht vorbei sind, sollten alles, was von dieser Vielfalt noch übrig war, bis auf den letzten Rest ausrotten. Welch ein Zufall, dass ich gerade hier in Hohenems drei Söhne Amaras erwähne, deren Andenken präsent bleibt, egal welche Veränderungen die Stadt durchgemacht hat. Es sind Dr. Abdeljabbar Abdallah, ein berühmter Physiker, den Mann in den 60er Jahren beschuldigt, der Kommunist zu sein und ins Exil zwang. Bis zu seinem Tod arbeitete er bei der Weltraumbehörde NASA. Und ihm ist es zu verdanken, dass man vorhersagen kann, wie das Wetter in drei Tagen sein wird. Der zweite, Dr. Dawud Gabay, ein Kinderarzt, dessen Praxis aber immer voll war mit Patienten verschiedenen Alters und verschiedenen Nationen. Die Menschen betrachten ihn als Heiligen, der jede Krankheit kurieren konnte. Er bestand darauf, im Irak zu bleiben. Sagte er, ich bin zuerst Iraker und dann Jude. Trotzdem verschonte ihn der Rassismus der Baathisten nicht. 1970 warfen sie ihn in die Folterzelle. Der dritte ist Hanna Sheikh. Ein Eigentümer der ersten Flusstransportgesellschaft im Irak. Noch mehr wundern wir uns, wenn wir erfahren, dass der erste, Dr. Abdeljabbar Abdallah, der mandarischen Glaubengemeinschaft entstammte. Einer der alten Religionen im Zweistromenland, deren Wurzeln am weitesten zurückreichen. Es heißt, sie seien in Haran ansässig gewesen, als Abraham dorthin kam, der Vater aller Auswanderer. Die Angehörigen dieser Gemeinschaft lebten am Tigrisufer, sie gravierten Gold und stellten landwirtschaftliches Werkzeug her. Ihr Blicke jedoch hoben sie zu den Sternen empor, denn das Licht war für sie der Geist Gottes. Der zweite, Dr. Dawud Gabay, aber war jüdisch abgestammt aus der Glaubengemeinschaft, die in der Stadt Amara seit ihrer Gründung Ende des 19. Jahrhunderts ansässig war und das Tora-Viertel baute mit seinen antiken Häusern, einer der schönsten Viertel der Stadt. Von diesen Gebäuden sind vielleicht noch zwei oder drei übrig, sonst würde alles zerstört. Der dritte war christlicher Herkunft, entstand also einer Glaubengemeinschaft, die in Amara lokale Geschäfte zum Verkauf alkoholischer Getränke und Restaurants besaß. So war es, bevor sich das Virus von Rassismus, Hass und dem Krieg ausbreitete. Als die Menschen sich noch voreinander unterschieden oder man es wenigstens akzeptierte, Seite an Seite miteinander zu leben. Selbstverständlich gab es von Zeit zu Zeit Probleme, aber die endeten nicht damit, dass die einen die anderen vertrieben. Als ich anfing, den Roman Engel des Südens zu schreiben, bei dem es auf den ersten Blick um eine Dreieck-Geschichte geht, der jedoch in seinen tiefen Strukturen fast ein Jahrhundert der Geschichte Amara und des Iraks nacherzählt, die Geschichte der Minderheiten im Irak und der Prüfungen, Schwierigkeiten der Vertreibung und Auslösung, denen sie ausgesetzt waren, als ich anfing, diesen Roman zu schreiben, musste ich auch diese drei Persönlichkeiten erwähnen. Vielfalt,
Also ist Segen und Reichtum. Gleichförmigkeit ist geistliche Armut und Dürre. Die heutige Amara, das nach der Auslösung seiner Pluralität beinahe einfarbig geworden ist, ist nicht zu vergleichen mit der Stadt, die sie war, einst war. Kann man von dieser Stadt sprechen, ohne Jim Emery und Stefan Zweig anzuführen, deren Familien von ihr stammten? Kann man von ihr reden, ohne die jüdischen Glaubengemeinschaft zu erwähnen, deren Angehörige damals 15% der Stadtbevölkerung ausmachte? Heute beträgt der Anteil der Muslime mehr als 15%. Die meisten von ihnen sind Türken. Manche halten noch an ihrer türkischen Staatsangehörigkeit fest. Andere sind österreichischer Bürger geworden. Abgesehen davon leben hier europäische Bürger verschiedener Nationalitäten. Und wenn wir im jüdischen Museum dieser Stadt feiern, so ist dies der Stadt anzurechnen. Amara und Hohenems sind keine Metropolen wie Wien oder Bagdad, Paris, New York oder Berlin. All diese, ob wir wollen oder nicht, durch und durch kosmopolitischen Städte, die, selbst wenn die Sterne einmal sinkt, sich doch wieder erheben und zurückkommen müssen wie ein ewiger Phönix aus der Asche. Amara und Hohenems sind Randstädte, aber die Vielfalt ihrer Bevölkerung, ihrer Sprachen und Kulturen lässt sie herausragen, lässt sie als ein bunt bestickter Teppich in die Welt hinausleuchten. Denn letztlich strahlt der Himmel nicht nur durch große Sterne, wie ein Weltbürger namens Bertolt Brecht einmal gesagt, sinngemäß sagte. Wie wir sehen, ist Babel heutzutage überall. Vielsprachigkeit wird bei den Menschen geschätzt, wenn auch manche nicht weiß, wo die Reise enden wird. Wenn auch manche Zäune, Hindernisse und Mauern baut, um die Migration zu beenden. Doch trotz all dieser Hindernisse bleibt manche unterwegs auf Wanderschaft. Die Reise geht weiter. Je mehr die Fremde werden, desto mehr beheimatet und wirklich werden. Mancher wird sesshaft und wählt sich die Sprache des Landes, in das er gekommen ist, um in ihr Literatur zu verfassen. Erwähnen wir in diesem Zusammenhang Josef Conrad, Samuel Beckett, Eugen Ionesco, Jorge Semprún. Manche andere wuchs in einer vielsprachigen Familie oder Stadt auf. Und als er zu schreiben begann, suchte er sich die Sprache aus, von der die Eltern dachten, sie sei ein Geheimniscode, die einzige Sprache, die sie beherrschten, und ihre Kinder nicht, weil beide Eltern sie Jahre vorher während ihres Studiums in einer fremden Stadt gelernt hatten. So geschah es Elias Canetti. Er beschloss, Deutsch zu schreiben, obwohl er auf Spanisch hätte schreiben können. Aber die deutsche Sprache faszinierte ihn, weil er sie heimlich bei den Unterhaltungen seiner Eltern aufgeschnappt hatte. Manche andere will sich eine neue Sprache schaffen, wie James Joyce im Ulysses. Dort finden wir weder Irisch noch britisches Englisch, denn beides lernte er auch. Manche wiederum schreibt im neuen Land weiter in der Sprache, die er als Kind gelernt hat, seine Sprache vor der Auswanderung. Für manchen ist die Heimat das einzige Gut, das Küstenwacht und die Grenzposten bei der Flucht aus seinem Land nicht komplizieren konnte. Oder er weiß, dass man sich doch immer nach der ersten Sprache sehnt, die man als Kind gelernt hat. So sehr man sich auch bemüht, in einer anderen Sprache zu schreiben und dass die schon vor ihm dort heimischen Bewohner seines Exils ihn argwohnisch beäugen und als Ausländer betrachten. Auch wenn er sich bemüht, die Sprache so perfekt zu schreiben wie ein Muttersprachler. Dies schmerzt ihn dann bei jedem neuen Buch, das er verfasst. Wie Sie sehen, ist Babel überall, solange die von den Menschenfüßen aufgewirbelte Staubwolke von einem Ort zum anderen ziehen. Denn ich kenne mich selber nicht. Weder Christ bin ich noch Jude und auch Pars und Muslim nicht.
nicht von Osten, nicht vom Westen, nicht vom Festland, nicht von Meer, sagt der große Jalaleddin Rumi. Und dies ist die einzige Art, Babel, das heute kreuz und quer über die Erde zerstreut ist, zu bewahren. Nur so können wir es noch einmal vor der Sinnflut retten. Ich bedanke mich.